Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Blade and Soul. In der letzten Folge haben wir ja schon ein paar Aufträge gemacht und sollen jetzt in so eine komische Höhle gehen, um unsere Ängste zu bekämpfen. Naja, schauen wir mal. Das habt ihr heute gut gemacht, Grashüpfer. Wir trainieren weiter, aber ihr seid ein guter Schüler. Eure nächste Prüfung wird schwerer. Alle Hongmon-Schüler müssen die Höhle der Prüfungen absolvieren. Der Test repräsentiert die Angst, die wir alle in uns tragen. Okay. Ein wahres Hongmon-Mitglied schafft es, diese Angst zu bewältigen. Ich bringe euch zur Höhle, aber ihr müsst sie allein betreten. Ja, dann machen wir das nochmal. Hier können wir jetzt mal die Quest abschließen, Kapitel 7. Und kriegen 1400 Erfahrungspunkte dafür. Somit sind wir ein Level aufgestiegen. Wir folgen ihm mal unauffällig. Er ist schon wieder losgerannt. Das geht ja gut mit dem Fliegen. Und während des Fliegens, ja, ist unsere Ausdauer. Erfrischt sich, erholt sich langsam wieder. Gut. Geht in die Höhle und greift die Trainingspuppen an und besiegt sie. Okay. Aber erstmal will ich mit K gucken. Wir sind ja ein Level aufgestiegen. Ob wir da schon irgendwas, ja, ich glaube, da können wir irgendwie noch nichts machen. Leider nein. Schade. So. Gut. Damit sind wir jetzt hier in dem Bereich, wo wir die Trainingspuppen. Numero uno. Okay, in Schattenwandeln geht wahrscheinlich erst, wenn wir hinter dem Gegner sind und nicht vor dem Gegner. Ist mir jetzt gerade mal so aufgefallen. Okay. Alter, was? Verlass den auf dem Boden anzeigenden Bereich und führt eine Meditation aus mit Taste 1. Okay. So, 20 Sekunden lang meditieren. So, und mit 8 den Heiltrank benutzen. Lu Sung, ihr wurdet auserwählt? Fragezeichen. Okay. Ihr gebt doch nicht auf, Grashüpfer. Meister Hong glaubt wohl an euch. Geht in euch und kommt zurück, wenn ihr bereit seid. Okay. Stufe 3 erreicht. Gut. Höhle verlassen, haben wir gemacht. What the fuck, was geht da denn los? Was ist hier los, ey? Verdammt. So jung.
Üff. Los! Flieht! Los! Wo ist das Schwert, Hong? Jin So-hyun, ihr seid am Leben? Ja, wie schade. Welche Wahl hatte ich? Jura, Gobon! Okay. Geht ja gut zur Sache hier. Müssen wir erstmal die ganzen Unholde hier kaputt machen. Ihr enttäuscht mich, Meister. War das schon alles? Anscheinend war selbst meine tägliche kleine Dosis Gift zu viel für euch. Gift? In meinem Trunk? Wieso? Tja, wieso nur? Ich hätte den Folianten der Kampfkünste einfach stehlen sollen. Allem Anschein nach hätte mich sowieso kaum jemand aufgehalten. Wirklich, Meister? Das waren die legendären Hongmun-Künste? Geht beiseite. Hm? Dämmerschneide. Ja, was für eine Macht. Ah.
Ihr seid stark wie eh und je, Honsuk Jung. Doch ich bin nun unendlich stärker. Und euer Clan endet hier. Oder ihr rettet ihn. Das liegt bei euch. Nun, lass meinen Schüler gehen. Ich halte meine Versprechen. Soll ich runter und ihn erledigen? Nicht nötig. Keiner überlebt die Schwarzrose. Wacht auf. Bitte. Ihr seid unsere einzige Hoffnung. Haltet sie auf. Haltet Jin So Jun auf. Hey, wacht auf! Aufwachen! Hört ihr nicht? Hey, aufwachen! Jo, ich glaube, das war das Tutorial. Wollen wir gerne mal gucken, wie es weitergeht. Oh, ihr seid wach? Wie ist das?
Seid ihr in Ordnung? Was ihr durchgemacht haben müsst? Ich bin Nam Soyo. Ich sage Papa, dass ihr aufgewacht seid. Wer ist das? Ihr kennt Ochun nicht? Er ist von der Hongmoon-Schule, wie ihr. Verließ das himmlische Heiligtum vor langer Zeit. Aber hier ist er eine Legende. Er ist Hauptmann der Bambuswache und kämpft gegen die schwarze Ramme. Papa kämpft ständig. Ich fürchte um sein Leben. Okay. Die schwarze Ramme ist bereits am Strand. Ich bin so in Sorge. Hätten wir nur mehr Krieger, das könnte das Ende sein. Ich kann kämpfen. Wirklich? Hab Dank. Aber seid vorsichtig. Alle sind schon draußen. Vergesst eure Waffe nicht. Ob Kosol Jung weiß, was zu tun ist? Er ist draußen. Okay. Ja. Und damit beende ich hier die Folge, da wir das Tutorial erfolgreich durchgespielt haben. Und wie es weitergeht, seht ihr dann mit den anderen zusammen ja, in der nächsten Folge. Bis denn. Ciao.